Yo Leute, zurück bei Alien vs. Predator. Und ich habe ja gesagt, dass wir jetzt in diesem Part uns mal hier ein bisschen umgucken. Heißt im Grunde, wir suchen verzweifelt einen Schalter. Und ich hoffe mal, wir finden den jetzt auch in diesem Part. Ich gehe als erstes mal hier rüber und guck mal, ob der vielleicht hier unten ist. Hier ist wieder die Scherbe, ja, das wissen wir ja schon alles. Okay. Hier, den haben wir auf jeden Fall. War ich da drüben schon drin? Ich glaube nicht. So, hier ist nur so ein Durchgang. So, gucken wir mal. Renn, Junge! Ah, du sollst schon richtig laufen. Also das mit den Aliens war wesentlich einfacher. Beziehungsweise da war es einfach einfacher, den Weg zu finden. Hier wird einem ja... Hier werden einem ja tausend Sachen angezeigt. Aber nichts von Bedeutung. Ich werde jetzt einfach mal die Sachen ausmerzen, indem ich jetzt einfach hier schon mal den Generator nehme. Wir gehen jetzt nach dem Ausschlussverfahren vor. Gucken wir mal. Ach Quatsch, ich ändere immer die Sicht, weil ich denke, dann sehen wir die Ziele. Da unten ist Leben, da ist auch Leben. Mehr ist hier gar nicht, oder? Ich guck mal. Ist da hinten vielleicht ein Schalter? An der Tür meine ich jetzt natürlich hier der. Okay, den können wir nicht betätigen oder zerstören. Das heißt, wir müssen einen anderen Weg finden. Das da unten war auch Leben, glaube ich. Oder ein Generator. Nee, der letzte Schalter. Na super. Oh, hier kommt ein Predator-Gesicht. Was heißt das jetzt? Öffnen Sie den Ausgang durch Aktivierung von drei Schaltern. Ja, haben wir ja, okay. Ah! Jetzt können wir da hinten raus. Einmal dahin gehüpft, dann dahin gehüpft. Haben wir ja eigentlich das Level auch super geleert, muss man sagen. Also da war ja wirklich jeder tot. Ach, wir sind genau da, wo wir auch als Alien waren. Wir gehen als erstes mal hier die zwei Trophäen holen, die einem direkt ins Auge stechen. Na, da kommen wir jetzt noch nicht hoch. So. Hä? Wieso geht denn das nicht? Dann geh halt dahin. Schnell mal geholt. Und da drüben die... Der sucht manchmal echt einen sehr komischen Sprungpunkt aus, muss man sagen. Ich glaube, da unten waren Menschen, oder? Hier sehe ich nichts. Und Aliens scheinen hier auch noch nicht zu sein. Ich werde gerade mal gucken. Da unten ist noch irgendwas. Wir werden jetzt als erstes natürlich mal... Ach, nicht da, nach oben. Ah, hier ist jemand tot. Ups, Kopf ab. Ich habe gar nichts damit zu tun. Ach, hier ist Leben. Okay. Gucken wir mal, was ist hier vielleicht noch? Ach, ein Durchgang. Hier war gerade was. Oh. Ach, jetzt kommen wir in die Arena. Ist ja voll dumm. Oh. Oh. Aber hier haben wir doch auch eben gegen den anderen gekämpft. Aber das ist jetzt die Königin, wenn ich das... Ja, das sehe ich richtig. Das ist die Königin. Ganz viele kleine Aliens. Komm her, du Königin. Wenn du wirklich so königlich bist, dann stell dich mir, du Made. Ich werde so feige auf Fernkampf gehen. Oh, shit. Ich werde erstmal als allererstes... Shit. Werde ich eine Mine werfen. Die werde ich dann nutzen und in die Luft jagen. Tschüss, Aliens. Ach, guckt euch das an. Die Königin ist fast besiegt. Also keine große Herausforderung. Naja, gut, aber man muss auch sagen, wir spielen auf leicht. Ich werde trotzdem jetzt mal hingehen. Ich werde kurz noch gucken, was da hinten ist. Die Scherbe hier brauche ich ja jetzt nicht. Ach, das ist nur ein Generator. Setze ich mal hier noch eine Mine hin. So, dann... Holen wir uns die Energy.
So, dann kommt wahrscheinlich jetzt die Perle an. Ja, sag ich doch. Und wird uns hoffentlich nicht töten. Aber die verletzt uns auf jeden Fall ganz schön. Das waren nur die normalen. Wo ist denn die Königin? Die Königinsperle hier. Wo ist die Königin? Da ist die Königin. Oh, da hättest du sie aber besser wegklatschen können. Danke sehr. Was ist los mit dir? Komm doch her. Wir machen die Predator-Kampagne jetzt noch zu Ende. Das, also, ich denke mal, dass hier nach Schluss ist. Ich weiß es nicht mehr genau, aber... Alter. Ich denke mal schon. Ich meine, was soll jetzt noch bitte groß kommen? Oh shit, was war das? Irgendwas ist... Oh, ich muss mich heilen. Überleben Sie die Kampfprobe. Okay. Ich muss darauf, aber erstmal... Hier, ne? Immer schön... Nein, wo geht der denn hin? Darauf, so. Schauen wir nochmal die Scherbe geholt. Ah, wir müssen darauf, okay. Ich dachte, wir müssen das eine Mal wenigstens durch eine Tür. Mussten wir aber scheinbar nicht. Oh, stimmt. Jetzt kriegen wir die letzte Waffe. Den Speer. Der ist natürlich richtig geil. Aber wer ist denn dann der Endgegner? Das weiß ich gar nicht mehr. Wenn die Königin doch jetzt geschlachtet ist? Als Predator weiterspielen. Natürlich. Direkt. Geil. Jetzt haben wir aber diesen Speer. Der ist richtig krass. Damit können wir, soweit ich weiß, die Menschen auch aufspießen. Also im Film war die Waffe immer sehr gut. Ich weiß gar nicht mehr. Es ist so lange her, dass ich die Geschichte hier durchgespielt habe. Ich bin auch gerade recht überrascht, dass die Geschichte jetzt noch nicht zu Ende ist. Ich hatte irgendwie im Kopf, dass der Endkampf gegen die Königin war. Aber ich glaube, es ist gegen das Predator-Alien. Also der Endkampf im Predator-Teil ist gegen das Predator-Alien. Coole Maske, muss man sagen. Ich bin eh total der Fanboy von diesen Predators. Die sehen einfach so cool aus, finde ich. Bitte nicht schießen, wir haben nichts getan, okay? Okay, ab geht's. Auf 4 haben wir unseren, die Kombo-Lanze. Hört sich irgendwie voll behindert an. Erstmal machen wir uns unsichtbar. Und es lohnt sich in jedem Spiel, in dem es Sammelgut gibt, einmal an jedem Anfang von einem Level zurückzugucken, weil meistens ist da was. Ich gucke natürlich auch hier nochmal. Schneide die Maschine auf, vielleicht bluten sie ja. Als ob er mich sieht. Tschüss, Junge. Was ist denn los mit dir? Oh mein Gott. Habt ihr gesehen, wie ich ihn abgeworfen habe? Was ist das bitte für ein Können? Und woher weiß er, dass ich jetzt genau da stand? Warum explodieren die Teile denn? Wenigstens kostet mich das auch keine Energie. Das ist schon mal auch sehr schön. Hier sind die Toten. Hier ist keiner. Auch keine Trophy. Lappen. Das hat es ja jetzt nicht so gebracht, ne, Kollege? Fliegen schon wieder die Lampen durch Geisterhand rum. Das ist unglaublich. Hier oben kann ich drauf. Nee, kann ich nicht drauf. Ach, da ist Strom. Da ist Strom drauf, Mensch. Dann What the fuck? Oh mein Gott, mich hat diese scheiß Schiene getötet, weil ich sie berührt habe. Ist ja voll zum Kotzen. Habe ich da überhaupt annähernd was getroffen? Nö. So. Auch nicht.
Trophäe haben wir aber. Jetzt aber, komm. Wieder nix. Was ist denn das? Dann müssen wir das besser machen. Hier gibt's ja wohl nicht. Wieso habe ich den jetzt nicht getroffen? Und tschüss, Kollege. Bam. Okay, den hätten wir. Ah, den haben wir gar nicht. Was ist denn da los? Die sterben nicht. Die fallen nur um. Irgendwie ist das scheiße. Bam. Och, ich dachte, der geht noch ein paar Meter weiter. Hätte er auch mal machen können. Den hätten wir auch. Wo ist jetzt der nächste? Da unten ist der nächste. Wen schießt du denn, Kollege? So. Hier war gerade noch einer. Da vorne sind die Maden. Bam! Ich habe keinen Bock, jetzt wieder wegen diesen Schienen zu sterben. Ist der hier unten noch? Nein, der kam dann wahrscheinlich jetzt schon. Einmal hier rauf, bitte. Dann hier rüber. Ach, hier sind diese Generatoren wieder. Hä, wo ist er denn? Komm raus. Schade, ich dachte, ich treffe ihn. Also irgendwie ist der Speer richtig scheiße. Ich hatte den viel cooler im Kopf. Du Flammenwerfer-Arsch, ey, hau ab. Was ist denn los? Spinnst doch. Kannst du es wagen? Hier ist scheinbar nichts. Aber schön, dass wir hier raufkommen. Oh, einen Meter weiter, Kollege. Am Bein. Das war auf jeden Fall gerade. Da ist eine Trophy. Da unten sehe ich gerade einen Typen. Okay, tschüss. Was? Den kann ich nicht so finishen, ist ja voll behindert. Ja, mit der Trophy. Hier können wir, glaube ich, aber nicht rein, oder? Die Scheibe können wir schon mal nicht kaputt machen. Durch die Tür kommen wir auch nicht. Gut, dann müssen wir hier unten hin. Mal wieder. Hä? Ah, das hier müssen wir kaputt machen. Erstmal Energie abzapfen und dann... Jetzt können wir rein. Entfernen Sie dem den Kopf des Sicherheitsbeamten. Machen wir das doch mal. Der kam uns ja so gesehen schon entgegen. Er wollte uns helfen. Würde ich fast behaupten. Hier ist schön nochmal Leben. Kann man direkt den Kopf benutzen. Natürlich holen wir uns jetzt hier den Generator auch noch. Warum auch nicht, ne? Hier hüpfen wir raus und dann, bevor es hier weitergeht. Da hinten ist eh nichts mehr. Ich hüpf mal hier drauf. Nein! Was tust du, Junge? Scheiße, jetzt habe ich den Zug verpasst. Komm da nicht mal rein, wetten. Doch, ich komme da noch so rein, okay? Ich dachte, ich muss vielleicht mit dem Zug kommen. Kann es sein, dass das vielleicht gerade ein Fehler war? Aber ich wollte einfach mal offensiv hier die Action fahren. Von daher war das super. War einfach einwandfrei. Den hatten wir aber, komm.
Aufgespießt. 10 von 20. Ja, das erfüllen wir aber noch, würde ich sagen. Hier drin war doch... Ist hier vielleicht noch was? Hier drüben. Da vorne ist noch eine Trophy und da ist ein Gegner. Ha! Wie er noch reinläuft, ist erst ein Trottel. Und wir haben schon wieder 15 Minuten. Aber für noch mehr Alien vs. Predator musst du nur aufs Video klicken und du kommst zu meiner Playlist. Das muss jetzt noch sein. Und natürlich den Generator. Aber hier mache ich jetzt erstmal einen Schnitt, melde mich dann gleich zurück. Bis dahin und haut rein.